I really appreciate that, man. E Sports. It's only a game. Why you have to be mad? Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Also Freunde, es ist ein Video zustande gekommen, was eigentlich schon vor einer Woche hätte zustande kommen sollen, aber fragt mich nicht warum. Das hat sich alles verzögert und zwar haben Jordan, Luke Bakio und Maxi ihre Karte in Food oder Viva 21 erraten müssen. Danke an der Stelle an Hertha auf jeden Fall, dass sie uns dieses Video gegönnt haben und natürlich EA Sports Vancouver Canada, die uns die Karten geschickt haben. Und Freunde, dafür, dass die Männer da waren und sehr bodenständig sind, ihr merkt es, die sind sehr, sehr bodenständig. Ich würde sagen, lasst da ein Like da, abonniert den Kanal, checkt die Jungs auf jeden Fall auch aus. Und ich glaube, ich habe im Video auch ein Intro gemacht. Perfekt. Also sind es jetzt zwei Intros. Aber Freunde, bevor es mit dem Video losgeht, wollte ich euch nur mal sagen, dass heute Abend ja auch Bayern gegen Dortmund spielt im Supercup. Und Freunde, da habe ich eine App für euch am Start, Freunde, und zwar OneFootball. Das ist momentan die App, die ich nutze. Da könnt ihr immer, Freunde, die ganzen Statistiken, euer Lieblingsteam, die ganzen Spiele, alle Ligen gefühlt, könnt ihr euch da angucken und ist momentan die App, die ich habe, wenn es um Fußball auf jeden Fall geht. Ich glaube, die meisten von euch kennen es auf jeden Fall. Könnt ihr euch kostenlos runterladen, Freunde, könnt euer Favoritenteam auswählen und kann ich euch nur empfehlen. Also gönnt euch die App, Freunde. Link dazu ist auch in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Einmal klatschen. Einmal. Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Leute, hör auf zu lachen, du Eierkopf. Komm, wie die direkt lache. Freunde, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, Sabo Gerdler musste ein paar ernste Wörter mit seinen Jungs reden. Deswegen habe ich sie alle hier dreimal antanzen lassen. Was guckst du so? Sag doch. Wir haben Jordan Turunariga, Dodi Luke Bakio und Maxi Mittelstädt heute hier eingeladen, Freunde. Dankeschön, Hertha, dass wir auch hier ihre Foodkarten bekommen haben. Die müssen heute ihre Foodkarten erraten. Und ich weiß nicht, falls ich irgendwas falsch sage, nimmt es mir nicht übel. Jeder von denen sagt jetzt von dem anderen, was er glaubt. Zum Beispiel, was der Pacer. Jordan muss sagen, was Luke Bakio schießen hat oder Dribbling. Und am Ende, der die meisten Differenzpunkte hat, der muss ein Trikot verlosen. Aber ein gespielt, also wenn du damit gespielt hast. Verstehst du? Nasennebenhöhlenentzündung bekommen. Hä? Was? Sind die Nasennebenhöhlenentzündung bekommen, Junge? Dann spiel, Junge. Riech doch. Ja, ist doch egal, Junge. Das wollt ihr doch haben. Brauchst du dich schämen. Das ist sogar gut so. Freunde, für dieses Video würde ich sagen, 20.000 Likes. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Checkt deren Instagram ab. Link dazu ist oben in der Videobeschreibung verlinkt. Checkt ihr auf jeden Fall ab. Cool, dass ihr hier mitgemacht habt oder mitmachen wollt. Und jetzt fangen wir an. Okay, Leute, das ist die Karte. Die ist abgedeckt. Also, die wissen auch die Werte nicht. Ich kenne die Werte übrigens auch nicht. Und wir fangen mit Luke Bakio an. Den zweiten Teil gibt es übrigens bei Hertha auf dem Kanal. Wir fangen bei mir an. Bei mir gibt es, ich weiß gar nicht, scheiß drauf. Freunde, ihr habt es mitbekommen, ihr habt die Bundesliga komplett rasiert. Also ich kann gar nicht einschätzen, was die alle für Werte haben. Luke Bakio, Serge Gnabry, have tempo 82. Yes, I saw, 82, but you are faster. Really? Yes, yes. Wir fangen an, Freunde. Also ich sage euch ehrlich, ich glaube, Luke Bakio ist schnell. Deswegen hat er rechts, haben wir hingeschrieben, was er eigentlich verdient. Und links, was EA ihm gegeben hat. You are fast, yes? Ey, ich habe ihm 91 Tempo gegeben und 84 hat ihn EA gegeben. Ja, Dankeschön. No problem. 80 hat ihn EA gegeben. 80? Oh. Schon. Ja, und die gucken ja auch kein Bundesliga. Und okay. 88 hat er verdient. Okay. Dankeschön. Ich glaube, ich habe 64 und ich denke, ich muss 68. Ja. Ja, wir haben abgeguckt. Ich habe Dodi hier eine 82 bei Tempo gegeben. Oh, warte mal, die anderen Werte habe ich auch schon aufgeschrieben. Aber ich habe ihm eine 82 gegeben beim Tempo. Aber er hat eigentlich nur 90 auf jeden Fall verdient. Mhm. Okay, Freunde, wir kommen zur Entscheidung. Wer ist denn der langsamste aus der Mannschaft? Das interessiert mich mal. Der langsamste und der schnellste. Schnellste? Ja, 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 ohne Sack. Ich sag, schnellste ist Klünter, langsamste ist Christoph? Nein. Toussaint. Nee, Arne ist auch nicht so schnell. Ah, Arne. Achso, ja, okay, wir ziehen jetzt ab. Okay, es ist schon mal eine 8 vorne. Ich sag, ich hatte, was hatte ich denn? 84. 82. Was hat, hast du 82? Ja, na, der arbeitet bei EA. Ja, war er, hat sich voll angeguckt. Oh, I'm not happy. 82 ist, but 82 ist gut. Gnabry helf 82 too. Ja. Lol. Hä, hey, aber er ist schneller als Gnabry, oder? Ja. Bist du schneller als Gnabry? Ich weiß nicht, oder? Ich glaube schon. Doch, doch, ich glaube schon. Ich bin auch für 90, aber 82 ist nicht schlecht, sag ich euch ehrlich. Okay, wir machen weiter, warum Digga. Warum nur wir, warum nicht du? Ich kann ja gar nicht verlieren, ne? Ich bin Moderator. Ja, okay, ich schreibe auch auf. Verlose ich 50er PSN, wenn ich verliere. Ja, okay, was ist los mit euch hier? 100er PSN, 82. Wir gehen zu schießen, Freunde. Der hat einen Humpen, oder? Der hat einen
Der hat einen guten Humpen, der Mann. Ich habe Schießen, Freunde, 78 Schießen. Glaube ich, hat ihn die L gegeben. Und 81 hat er verdient, weil der Mann hat wirklich einen guten Humpen. Ich sage so, wie es ist. John? Er hat 77 Schießen, ja, die E bekommen. In Wirklichkeit mit 85. Wow. Hast du nicht gegen Freiburg gesehen? Doch, ich hab gesehen, aber 85 ist schon. Ich denke 80 und ich 82. Was? 80, 82? 82. Okay. Ich hab Schießen auch, 79. Weil, ja, 7 Buben gemacht letztes Jahr. Auf jeden Fall Top-Schüsse, aber verdient hat er auf jeden Fall mit 83 mindestens. Ihr merkt schon, Freunde, hier ist Qualität auf der Karte. Also ich weiß es auch nicht, was er hat. Wenn es jetzt 79 ist, dann disqualifizieren wir ihn. Da ist schon eine 7. Okay. It's disrespectful. Disrespectful, Dodi. It's 74. Disrespectful. EA Sports Vancouver Canada, it's not good. 74. Aber die gucken, die, ich habe das Gefühl, die gucken das auch nicht. Die machen das einfach. Okay, Freunde, passen. Passen ist knifflig, die würfeln selber da die Werte. Passen habe ich 72 aufgeschrieben und verdient 75. Ich habe passen 64, verdient 20. Passen. Passen, Bruder. Passing. Dribbling, ne? 20. Oh mein Gott. 80. 80. Und 82. So. Passen bewertet die ja auch immer so. So dolle, dass wir einfach 70 aufgeschrieben. Auf vier, wie viel 7 Assists gab es letztes Jahr? Du machst diesen Berater, der weiß alles. Deswegen, also 75 auf jeden Fall verdient. Okay, wir fangen an. Aber passen, Freunde, so oder so, da guckt kein Mensch drauf. Meine Fresse. 69. Oh! Ich wollte noch 69. Das ist wirklich 69. 69 Passing ist. 69 Passing ist disrespectful. Okay, Dribbling. Freunde, zum Dribbling-Wert. Ich kann euch so viel sagen, dass der Mann einen super Dribbling-Wert hat. Das sehe ich auch im Training immer. 81 Dribbling hat ihn EA gegeben und verdient hat er 86. Ja, ja, great. 85 hat ihn EA gegeben. 85? Ja, verdient er 90. Wow, okay, so. Training ist schwer. Ach so. Ja, 90, very good. 82? Ja. Yeah. 90? Ach so. Will ich. Maxi? Also, yay, gucken ja nicht so viele Spiele, deswegen hab ich 78 gegeben bei Dribbling, aber auch verdient auf jeden Fall mindestens 85. Maxi geht clever an die Sache ran, ich sage es so, wie es ist. Ja, er macht es, er hat sich vorbereitet auf das Video. Ja, er hat sich vorbereitet auf das Video, ich weiß ganz genau. Also, wenn da jetzt ein 7 steht, dann würde ich zu PES Kooperationsvertrag mit PES machen, Dodi. Holt den Vertrag. Oh, holt den Vertrag mit PES. Holt den Vertrag mit PES raus. PES. Nein, die kann ich auch nicht retten. 79. Dies Card ist von Naden. It's von Naden. It's not. Aber guck mal, wie clever Maxi ist. Ohne, er hat schon wieder nur. I don't watch the games. Der weiß, wie der Nase läuft. Okay, Dev. Dev ist. Verteidigung. Dev kann von 25 bis 16. Freunde, Dodi ist da in sein Element. Der hat gerade jedes Tackling hat er im Kopf gerade, was er letztes Mal gemacht hat. Okay, Freunde, Dev, das kann man nicht einschätzen. Ich habe 50 Dev gegeben. 50? Jetzt? Yes. And 45 you deserved. But I see in the game. It's, yes. Okay, John. 12? Ja. Okay. Oh mein Gott. Yes, ist okay. Verdient hat er 11. You are really a joke, man. Defense is embarrassing. 65? Ja. Und 77. 77 deserve. 77. Okay. Yes. Yes. Was heißt Selbstbewusstsein auf Englisch? Confident. Yes, you are very confident. I like. Okay, Maxi. Ich habe Dodi defensiv eine 55 gegeben. Aber er hat gute Grätschen manchmal dabei, auf jeden Fall. Deswegen 69 hat er verdient. Maxi ist der einzige von uns, der das richtig erläutert alles. Ja. Wir haben 22, 55, ja. Sportwissenschaftler. Das ist wirklich so. Okay, Freunde. Dev, aber guckt auch niemand drauf, sage ich euch so, wie es ist. Das machen wir ein Pflaster jetzt. Oh! Alles. Yes! Ja, 31 ist aber schon fresh. Hä, du warst am nächsten Rang, glaube ich. Ja, John. Ist gut. Okay. Physics. Can you show me your biceps? Maybe? Show me. Yes? Okay. Wer sind so der Schlechteste, das interessiert mich so. Schlechteste Ausdauer im Team und Beste. Beste Darida, ne? Jesse? Okay, Physics, Freunde. Rechtes Mittelfeld ist ja, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt die 76 aufgeschrieben. Und 77 hat er verdient.
65. Mhm. Yay. Okay. Dankeschön. 50? Echt? Ja. 50? 50. Ja, ich denke, FIFA ist nicht gut, ja? Aber ja, ja, ist nicht, ja. Und 25. 25? 65. Ach so. Okay. Maxi? Ich habe ihm 71 gegeben und ich glaube schon, ich glaube an ihn, er hat 75 verdient. 75, aber Cristiano Ronaldo hat 77. Ja, aber du bist so dann Ronaldo. Eigentlich schon, ja. Unser Ronaldo. Dann, ja. Dann Ronaldo 77. 62. Hä? Was haben die denn für eine Karte gegeben? Jetzt mal wirklich, die Bundesliga, ich bin auf deine Karte gespannt, ne? Ich auch, ja. 62 ist aufrecht und jetzt Gesamtrating. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe einen guten, guck nicht ab. Nee, ich bin schon aufgeregt. Okay, Freunde, ich habe ihm 77 gegeben. 78. 76. Nein, trust in yourself. Yes, I know, but FIFA ist. Ich habe jetzt auch aufgrund dessen, dass die Werte ein bisschen zu tief gegriffen sind, ihm auch eine 76 gegeben, aber wir haben ja auch, er verdient auf jeden Fall mehr. Ja, verdient. Okay, well. Verdient. Ja, ist verdient. Ja, sag ich doch. Deswegen ist der Einzige, der mitdenkt. Maxi, gut. 81. Verdient 83. Oh. Ja, danke schön, Bruder. Ja, Bruder. 83 gebe ich auch verdient. Ja, du bist ja. Was seid ihr denn da dran? Hast du verdient? 83. 83. Ja, Mann. Yes, yes. Very nice. Einer hat kein Vertrauen in sich. 77. 77. Congrats, man. It's okay. One inform and you have 18. Yes, top. When you make one. Header versus Bayern next week and assist, you have three goals like. Is it doof? Okay, Freunde, wir kommen jetzt zu Jordan Torunariga. Und ich habe nicht meine Freundschaftsbrille auf. Ich versuche dir jetzt wirklich ernsthafte Werte zu geben, weil du sie dir auch verdienst. Deswegen, wir fangen jetzt mit Tempo an und ich möchte dazu sagen, ich habe den Mann schon oft ziemlich schnell rennen sehen. Und wenn wirklich unter 80 ist, dann würde ich da auch wirklich auch einen PES-Vertrag machen. Das ist wirklich so, Freunde, er ist einer der schnellsten IVs der Liga, würde ich so sagen. Oder was sagt ihr, Jordan? So weltweit sogar. Jordan ist schnell. Ist schnell, ne? Ja. Richtig schnell, Digga. Richtig lange Schritte auch. Aber du bist selten. Ich weiß, dass du selten bist. Selten? Ja. Und Gold. Selten? Zum ersten Mal bist du Gold und selten. 3 Jahre habe ich gekannt. Okay, Freunde. Jordan Torunariga in Verteidigung. Ich glaube, dass die den 77 Pace gegeben haben. Aber weil sie ihn auch nicht kennen, so wie ich. Und 83 hat er verdient, safe. Der ist so schnell. 73, aber Dodi schon 82 hat. 73? Habt ihr Trust in you? Dodi hat 82, Bruder. Ich kann sogar sagen, dass ich 22 habe. Nein, nein. Aber 85 verdient, bin ich ehrlich. Ja, ist schön, dass du das. Ja, ich denke, Jordan hat 75. Und er verdient 83. Ich habe Jordan hier, habe ich Tempo eine 80 gegeben. Wow. Ja, ich bin ehrlich, hat aber kann sein. Gegen dich. Das wäre ja. 90 verdient auf jeden Fall. 90? Ja, da war ich schwierig. Okay, Freunde. Ich bin wirklich gespannt, Tempo. Aber ich glaube nicht, dass du 80 hast. Alles über 76 wäre gut, weil ist schon übertrieben schnell 76 für ein IV. Was ist denn hier los? Das, warte. Ja, 74. Wie viel? 74! Ey, ich krieg das nicht ab, ne? 74, ja? 74. Das soll eine 74 sein, Chat. Chat vor allen Dingen. 74 Pace Jordan Torunariga. Hä, was hatte er denn letztes Jahr? 71, glaube ich. Aber auf eine Silberkarte? Auf eine Silberkarte. Das ist fresh EA Sports. Das ist fresh EA Sports. Ja, sag doch, dass du 70 hattest, ja? Hätte ich lieber 80. Hä, guckt euch mal den Run versus. Gegen wen war das jetzt? Gegen Frankfurt an. Das ist wirklich fresh. Willst du denn irgendwas sagen? Ich will nichts sagen. Das ist eine Anzeige. Freunde, wir kommen jetzt zu Schießen. Freunde, Schießen. Ich kann aus eigener Hand sagen, dass Jordan nicht wirklich einen guten. Also, was ist das hier? 84. Ich mag dich, aber du. Ich bin kein. 34 Schießen und 28 verdient er. Bin ich Manolas oder was? 28. Bin ich Manolas? Sie selbst. Jordan! Schießen! Gut, Schuss? So gut. Ja. Wirklich? Ja, natürlich. Doch, linke Fuß, Bruder. Hä? Ich hab 30. Ey, Football Challenge, was ist denn? Bro, you know why? Weil ich unterstützt dich. My leg was pain in you.
Mit den zwei. Nein, er kann nicht. Aber ich sehe auch nur das. Ich habe nur das eine gesehen, die Fußball-Challenge. Okay, mach. Schießen 30 von EA. Ja. Die 88 bin ich. Ja. Wirklich? Ja. Freunde, ich weiß es nicht, okay? Dodi? 74. Verdient! 74! Sancho, Jane Sancho hat 70, nee, 67. Jane Sancho, Schutt, 67. 76. Nein, er hat 67. Er hat 67 Schießen bekommen. Oder 69. 69? Ja. Oder verdient er 85. 85? Ja, gut. Gib ihm mal einen Klaps oder so. Sehr gut. 85. Ich hab gesehen. Dank Trainerik mit Jordan. Ich hab Schuss 34 gegeben. Ich weiß, du hast einen Schuss. Ja, ja, es geht hier darum, wie EA ermittelt. Ja, genau. Das ist die Freundschaft außen vor. Aber du hast auf jeden Fall, also ich hab jetzt hier aufgeschrieben, aber eigentlich mehr. Was? Der Maxi? Nein. Guck mal. Normal hast du mehr. Guck mal. Ich hab jetzt gesagt, ich wollte jetzt auch nicht übertreiben, weil wenn die 30 geben und ich schreibe 80 auf, dann denke ich, ich bin so verrückt. Okay. Weißt du, wie ich meine? Aber ich hab dir mindestens Doppelte gegeben. Okay. Also sage ich ehrlich, ich sehe hier eine 3. Ich sehe eine 3 am Anfang. Oh mein Gott. 300? Jetzt, 34? Du arbeitest. Maxi arbeitet selbst bei EA. Er hat so viele Werte. Oh, Gott. Er ist tot hier. Was ist eigentlich passiert? In der Positiven ist gar nicht schießt. Er macht einfach alles richtig. Aber die wissen, die sehen Innenverteidiger. Innenverteidiger kann nicht über 50 Schießen haben. Van Dijk hat, glaube ich, auch nicht. Das ist einfach so. EA ist. Hast du Van Dijk schon mal schießen sehen? Hat einen miesen Schuss. Ich hab Freistöße, ja. Ja, so Humpen so. Guck dir seinen Oberschenkel an. Okay, Freunde, passen. Oh, du kannst gute Pässe eigentlich, ja? Boah, Digga, schwierig. Passen ist schwer. Passen, Freunde, ich habe aufgeschrieben, ihr habt ihm 54 gegeben, denke ich. Was? 54 hat ihn EA gegeben, aber ich habe dir 78 gegeben, weil ich in dich. Ich habe Vertrauen in dich. Ich habe Vertrauen in dich. Double. Ich habe 70 und. 70? Ja. Okay. Und eigentlich 80 verdient, bin ich ehrlich. Ich denke, FIFA. 55? Und ich denke, Jordan von denen. 81. Ich hab Jordan eine 70 gegeben bei Passen. Ja, nicht auch so. Aber. Ich hab dir 78 gegeben. Ich liebe diese Welle so diagonal ins Halbfeld, deswegen hab ich den 84. Ja, wie du meintest. Korridorpässe. Korridorpässe. Korridorpässe, Freunde. Hab ich den, hat Sebo gerne den so gezeigt und Jordan macht das auch gut. Oh. Eine 6? Das ist eine 69. Hast du 69 aufgeschrieben? Das ist eine 64. Ich habe 54 aufgeschrieben. Das ist frech. Ich bin ehrlich. Ja, es ist frech, aber wenn du das vergleichst mit den anderen Werten, das ist voll krass, was sie dieses Jahr gemacht haben. Ja, Freunde, das war's mit dem Video auf meinem Kanal. Checkt auf jeden Fall, wie gesagt, die Jungs aus, sind super korrekt. Alle werdet ihr bestimmt noch öfter in meinen Videos sehen, wenn die Eierköpfe ein paar Infos rausknallen. Ich hoffe, ihr schafft es. Und dann machen wir wieder mit denen zusammen die Packs auf. Checkt die ab. Oben ist der Link zu deren Instagram auf jeden Fall verlinkt. Es geht jetzt weiter bei Hertha auf den Kanal. Checkt die auf jeden Fall auch ab. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Macht die 20.000 Likes voll, Freunde. Und das war's von mir. Wollt ihr noch was sagen? Tschüssi. Tschüss, irgendwas? Tschüss und auf Wiedersehen.